Fortsetzung. Das Unbewusste ist das Kapitel meiner Geschichte, das weiß geblieben ist oder besetzt gehalten wird von einer Lüge. Es ist das zensierte Kapitel. Doch seine Wahrheit kann wiedergefunden werden. Zumeist steht sie schon anderswo geschrieben, etwa auf Denkmälern. Das ist mein Leib, das heißt der hysterische Kern der Neurose, in dem das hysterische Symptom eine sprachliche Struktur aufweist und sich wie eine Inschrift entziffern lässt, die, nachdem sie einmal aufgezeichnet worden ist, ohne großen Verlust zerstört werden kann. In Archivdokumenten, das sind Erinnerungen an meine Kindheit, schwer zugänglich wie solche Dokumente, solange ich ihre Herkunft nicht kenne. In der semantischen Entwicklung, sie entspricht dem Vorrat und der Verwendung des Vokabulars, das mir eigen ist, sowie meinem Lebensstil und meinem Charakter. Ebenso in der Tradition, ja sogar in den Legenden, die in heroisierter Form meine Geschichte lenken. Endlich in den Spuren, deren Sinn meine Exegese wiederherstellt und die unausweichlich von den Entstellungen hinterlassen werden, die notwendig sind, um das gefälschte Kapitel in Übereinstimmung zu bringen mit den anderen, die es umgeben. Wem als Student die zugestandenermaßen seltene Idee kommt, der wir mit unserer Lehre zu einiger Verbreitung verhelfen müssen, dass, um Freud zu verstehen, eine Freud-Lektüre der Fenichels vorzuziehen sei, der wird sich, wenn er dieser Idee folgt, klar darüber werden, dass das eben Gesagte bis in die Lebendigkeit der Argumentation hinein so wenig originell ist, dass in ihm nicht eine Metapher erscheint, die sich in Freuds Werk nicht mit der Häufigkeit eines Motivs wiederholt, hinter dem eine sinnvolle Textur erscheint. Er kann dann in jedem Augenblick seiner Praxis recht einfach darauf kommen, dass diese Metaphern ihre metaphorische Dimension ganz ebenso verlieren, wie sich eine Negation durch Verdoppelung aufhebt. Und er wird erkennen, dass das so ist, weil er sich auf das eigene Gebiet der Metapher begeben hat, die ja nur ein Synonym der symbolischen Verschiebung ist, wie sie im Symptom ins Spiel gebracht wird. Er wird nach dieser Überlegung die imaginäre Verschiebung besser beurteilen können, die das Werk Fenichels motiviert, indem er den Unterschied in der Konsistenz und technischen Effizienz erwägt zwischen der Bezugnahme auf die angeblich organischen Stadien der individuellen Entwicklung einerseits und andererseits der Erforschung der besonderen Ereignisse der subjektiven Lebensgeschichte. Es ist genau der gleiche Unterschied der authentischen historischen Forschung von den angeblichen Gesetzen der Geschichte trennt, von denen sich sagen lässt, dass sie von einem Philosophen jeder Epoche den herrschenden Wertvorstellungen entsprechend verbreitet werden. Das soll nicht heißen, es gelte, von dem je verschiedenen Sinn nichts zu bewahren, der im allgemeinen Verlauf der Geschichte auf jenem Weg entdeckt wurde, der von Bossuet zu Toynbee führt und an dem sich die Gedankengebäuden von Comte und Marx erheben. Jedermann weiß indessen, dass sie zur Orientierung der Forschung über die jüngste Vergangenheit ebenso wenig taugen wie zu halbwegs vernünftigen Annahmen über zukünftige Ereignisse. Im Übrigen sind sie bescheiden genug, ihre Gewissheit auf übermorgen zu vertagen und auch nicht allzu pingelig ihre Tuschen zuzugeben, die Voraussagen über das erlauben, was gestern passiert ist. Wenn also ihre Bedeutung für den wissenschaftlichen Fortschritt recht gering ist, so liegt ihr Reiz in etwas anderem, nämlich in ihrer jeweils beträchtlichen Bedeutung als Ideale. Denn sie führt uns zur Unterscheidung dessen, was man als primäre und sekundäre Funktion der Historisierung bezeichnen kann. Fortsetzung folgt.